Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Creativeverse. Wir machen eine neue Episode und mit am Start ist der Martin. Jo, hi. So, viele kennen dich ja schon von Flife Let's Plays. Gehe ich mal von aus, ja. Also von diversen Flive-Surfern vermutlich schon so mittlerweile. So, darüber haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt und dann dachten wir uns einfach mal, wir starten zusammen ein Projekt. Wir haben uns mehrere Games angeschaut und dachten uns einfach mal, ja. Creativeverse war mal wieder, ne, hat uns mal wieder interessiert. Es war eigentlich, ist eigentlich ein super Spiel und die haben jetzt richtig viel neu gemacht. Und schauen wir uns einfach mal an, oder? Würde ich sagen, ja. Vor allem, ich sehe gerade, dein Handschuh, der schaut irgendwie echt interessant aus. Der. Achso, ja, deiner sieht ja genauso aus. Interessant, ja. Das ist wie so ein hier Bildposter-Nackel. Dachte mir gerade auch, ja. Ja, ich. Das ist super. Aber du hast so einen coolen Rucksack noch auf deinem Rücken. Stimmt, ja. Oh, lol. Und dieses Ding, ich weiß nicht, was hier. Krass ausschaut, dieser Handschuh oder dieser Stock hier. Also, Ja, ich der Stock ist meine. deine Waffe. Ja, genau, aber ich hätte vom Handschuh schon mehr Angst als von dem Stock da. Echt? Okay. Okay, wir müssen uns ja erstmal ein paar Sachen abbauen. Ich fange jetzt mal hier mit dem Baum an. Genau. Oh, das ist cool, dass du gleich die Sachen connectest. Und es wird auch dir auch cool angezeigt, was Neues. Das ist schon mal cool. Ja, das ist was in Flife meistens fehlt. Oder nur mal diese hässliche Anzeige da und so. So. Achso, ich brauche noch Weins. Immer wenn ich wein. Kennst du das Lied? Nee, sag mir nichts. Dein Glück. Ich vergesse es. Warum fliegst du rum? Ich kann das nicht. klick mal G. Geht nicht. Ah, Du hast okay. das Ding, du hast das vorbestellt, ne? Ah, deswegen. Okay. Wie? Was läuft? Hä? Schau mal her. Ja. Ach so. Ach, weil. Ach Da so, ist das ist ein deine Sack. Bilderzone, deswegen. Ach so, und es ist nur der Climb, der da aufhört. Deswegen. Ja. Genau. Das kann man ignorieren eigentlich, ja. Ich muss mich jetzt mal hier nach oben arbeiten. Ich brauche nämlich oben diese Oder Fasern. wir machen es ganz schlau. Und zwar, warte mal. Ich fliege mal schon nach oben, setze oben einen Teleporter hin. Und Hey, alles gut. oh Gott, ich bin so unfähig zum Fliegen. Ja. Lass es lieber. Ja, ich stack mich da mal hoch, ja. Könntest du, wenn du unten bist, ein paar Pilze besorgen? Mach ich ja. Weil ich habe jetzt hier Wood Mining Cell. Also ich kann die dann herstellen, ich brauche dann nur noch Pilze. Okay. Mir ist es auch schon öfters passiert, dass man einfach mal runterfällt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das ist mit den Hitboxen ein bisschen gewöhnungsbedürftig irgendwie. Also vor allem, wenn ich Creativeverse spiele und so, dann bin ich halt so dieses Minecraft-Ding immer gewohnt, wo man sich dann irgendwie so einen halben Block so über die Blöcke drüber lehnen kann. Und irgendwie ist es Ja, hier nicht so. dieses Crouchen, ja, aber das kannst du hier auch, glaube ich. Stimmt, ja, mit C sogar. Genau. Ich brauche ein Crouchen fürs Fliegen. Definitiv. Oder ein Autopilot. Oder ein Autopilot, ja. Kennst du das bei Rocket League? Ne, kenn ich noch nicht. Aber du weißt, wie das Spiel funktioniert, ja? Ja, man hat irgend so ein Auto und spielt mit Fußball, glaube ich, oder so. Aber das war Genau, es dann du auch haust schon. den Ball, versuchst den Ball ins Tor zu hauen. Okay. Genau. Da hat letztens einer zu mir gesagt, ich cheate. Also ich Okay. hacke halt, ne? Und da habe ich gemeint, ey, das ist so ein Witz, sowas geht gar nicht, ne? Und das Witzige war halt einfach, dass man eben. Hallo? Inventar? Irgendwie. Achso, E. Ups. B, ja, genau. Oder? Nee. Ja. Ach, E, genau. So. Okay. Genau, was wollte ich sagen? Dass du Genau. irgendwie cheatest oder so? Und da habe ich nur gemeint, also ganz ehrlich, du kannst in Rocket League nicht cheaten, aber ein Autopilot wäre schon cool. Na, ich denke mal, Autopiloten wären generell in einigen Games cool. Also, Ja.
Ich meine, generell so ein paar AFK-Systeme und so finde ich eigentlich in jedem Game immer ziemlich cool. Also ich meine, wenn es halt nur irgend so eine Art Folgenfunktion ist, wie es zum Beispiel in Flive gibt, irgendwie, wenn es auch noch so banale AFK-Systeme sind und so, aber ich finde es halt immer ganz cool. Ja, aber gut, dann nutzen es viele wieder aus. Von wegen Bots oder AFK-Leveln oder sonst ähnliches. Ja, gut, das ist immer die andere Seite der Medaille. Also ich reg mich wirklich regelmäßig darüber auf, dass zum Beispiel in FLIVE war es halt einfach so, dass viele AFK gelevelt haben oder es gab diese Mapper auf dem Offi. Und die konnten ja einfach die Maps öfters machen. Okay. Also hier die Dungeons, weil die sich durchgemappt haben. Stimmt, das habe ich auch mal gehört, ja. Ja, das ist auch einfach so. Ich habe echt schon Leute gesehen, die haben das gemacht. Und es war halt einfach scheiße. Also es ist für dich so. Ja, das stimmt. Also, ich meine vor allem halt immer, wenn man sich immer versucht, irgendwie über jeden erdenklichen Weg sich immer irgendeinen Vorteil dann zu verschaffen. Und ich verstehe halt einfach nicht, was einfach so der Sinn halt oder was einfach so der Gedanke dahinter ist. Ich war am Ende. Zerstören sich die Leute das Game einfach selbst und auch halt die Community damit. Und ich meine, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Das Problem ist halt einfach, wo man ganz ehrlich sagen muss, wenn du das machst, dann nimmst du erstens dir den Spaß und anderen Leuten auch. Die Leute kommen nicht mehr voran, weil sie einfach keine Chance haben. Ich meine, ich habe auch auf dem Offi oft Dungeons gefarmt, ja. Hat auch alles Spaß gemacht. Es gab halt einfach Leute, die haben die Dungeons so überfarmt, dass du nichts mehr machen konntest. Das ist. Ja, das sieht man immer öfter. Also. Es ist einfach traurig, aber. Naja. Vor allem das Ding ist, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass das Offi oder wer auch immer irgendwas dagegen unternimmt. Also. Ich weiß es nicht, aber auch wenn man jetzt mal so die Tube-Welle und so im Offi anschaut, ich weiß es nicht, aber ich sehe nicht wirklich, dass die da irgendwas dagegen machen wollen. Oder generell irgendwas dagegen machen. Sagen wir es mal so, sie unternehmen schon was, aber gegen die falschen Dinge. Auf dem Offi, kennst du den Mammutkessel noch? Ja, ne? So, und hinter Mammutkessel war doch rechts oben ein Zahnrad. Ja. Und da konnte man durchfliegen und hinten war unten am Boden ein Spawn mit Kannis auf dem engen Raum, wo richtig viele waren. Oh wow, lol. Ja. Das wussten mehrere Leute und irgend so ein Volldottel hat es dann ins Offi-Forum gepostet und dann haben die es weggemacht. Wow. Aber anstatt dass du generell mal einen ordentlichen Kanis spawnen und so enden, dann, naja. Ja, kann ich spawnen, kann's eh vergessen. Ja. Aber das ist halt die Sache wieder, da musst du tatsächlich einfach andere Dungeons machen. Oder du musst dann nach Azra oder nach Ethesia halt, ne? Also gut, damals war ja noch Azra. Und irgendwann musstest du halt dann einfach auf die anderen Inseln, Rathesia und so weiter. Ja. Und ich habe am Anfang, ich habe eigentlich immer Hit and Run Eli gespielt. Oder allgemein Elementor. Und ein Elementor im Tower bei den 120ern, vergiss es. Das ist unmöglich. Da brauchst du verdammt viel Speed, ja. Du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht, die einen Mobs zu verlangsamen, weil die anderen, wenn du einmal dich drehst, bist du schon tot. Das stimmt. Die sind so schnell und ich weiß gar nicht, wie man überhaupt davor Elo gelevelt hat und so, bevor es Tank-Ele. denken, ja gut, okay. Habe ich auch. Musste ich dann auch machen. Es ging schon, aber es macht keinen Spaß. Du machst keinen Schaden, du tankst nichts, du hast gar nichts. Und dann musstest du ein komplettes Equip machen. Ich hatte ein Alice-Set. Gibt zwar keine Cast-Time, aber gibt dir die Blockrate und ein bisschen AP. Dann musste ich halt das benutzen. Ich meine, normalerweise soll es nicht so sein, dass halt die Games so drauf ausgelegt sind, um halt eben, so in Anführungsstrichen, perfekt halt eben, oder so gut es geht, einfach zu leveln, und dass der Spielspaß halt so hoch wie möglich ist. Aber, naja. Kommst du da mal zu mir? Jupp. Oder was machst du gerade? Oh, stimmt, es wird Nacht. Ich dachte mir gerade, ich habe gerade Gedanken gemacht, wegen Fackeln und so, oder generell, dass ich noch was sehe und dass man die Aufnahme sieht. Aber wenn mir fällt gerade eine, kommen auch die Mobs und so, das ist ja gerade das größere Problem.
Ja, die verwandeln sich so schön halt. Ja, genau. Hey, ich habe noch nie so ein blaues Schweinchen gesehen. Blaues Ah, der ist ein Schweinchen. Ramm. Der haut mich. Ist das Nein! so ein spezielles Mob? So ein Ramm-View. Ramm-View. Sieht aus wie so ein Rambock. Rambock. Der schaut mich böse an. Und der macht Okay. ganz schön Schaden. Hier, Hitze und ich bin tot. Oha, brauchst du Hilfe? Also, ich bin um Freiwaffentum, ja, komm mal. Hoppala. Ich gehe davon aus, du hättest Hilfe gebraucht, okay. Ich war mir nicht sicher, aber war ich tot. Der hat ganz schön Schaden gemacht. Ärgerlich natürlich. Don't let Pixie use the teleporter. Ja, das ist. Ja, okay. Er findet das. Achso. So, du hast ja dann so eine Todesstatue. Und da musst du nur oben auf der Karte schauen. Ja, was bringt mir meine Todesstatue? Ich meine, ich habe mein Zeug, ganzes Zeug eh dabei. Habe ich mir vorher auch gefragt. Ich denke mal, es ist irgendeine Tafel oder so, keine Ahnung. Ja, aber. Permanent Reminder of your embarrassing defeat. Obwohl, ich glaube, Okay. das Inventar verlierst du, die Liste nicht. Du bist doch dann. Kannst du mal einen Teleporter bitte hinstellen? Ja, habe ich schon, ja. Der steht Perfekt. noch dabei. Ist. Ja, weil ich bin schon wieder komplett woanders gespawnt. Oh. Jetzt dachte ich mir, komm, läufst halt rüber Richtung Todesstatue, ne? Aber dann kam ein großer See. Okay. Ups. Ich bin so. Ich muss meinen Hotkeys umstellen oder so. Egal. Was haben wir hier noch? Todesstatue? Kommst du mal mit? Jo. Wir haben wir noch kurz, oder? Ja, denk schon. Dieser weiße Strahl ist dann eine Todesstatue, ne? Genau. Ja, das Ding habe ich angegriffen. Es ist halb tot. Sollen wir schon das zweite Ding hauen? Ja, schau mal. Nur das Ding ist, ich glaube, ich habe PvP an, deswegen, ich aufpassen. Oh Hast Gott. du? Ach Oh du Schuss, Gott. ich schaff das Ding drauf. Ja, habe ich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dich gerade einmal gehauen, weil ich wissen wollte, ob PvP geht. Ich wollte gerade sagen, ich dachte mir gerade, da kam irgendein Hit von links oder so, aber gut. Tut mir leid. Ja, warte mal, ich will das hier wegschmeißen. Schmeißen? Wegschmeißen? Wie geht das? Ins Inventar, dann ist das so Mülleimer. Nee, ich will es ja nicht. Achso, Troppen, da. Schau mal, hast du schon? Wood Mining Cell? Ja, habe ich schon. Okay, hast du schon ein Schwert? Schwert habe ich auch schon, genau. Ansonsten zu mehr bin noch nicht gekommen bisher. Ein Flashlight? Oh, oh wie geil. Fischleit? Klick mal L. Passiert da gar nichts bei mir. Okay. Hier kannst du, hast du Kohle schon abgebaut? Nee, ne? Kohle nicht abbaut, ne? Da, nimm mal aus dem Extraktor raus. Oha, du hast schon alles aufgebaut. Krass. Da Okay, danke. waren drei Kohle hintereinander. Oha. Was hältst du davon? Bauen wir uns, jetzt wird es eh langsam dunkel, sollen wir uns erstmal in die Höhle reinbauen? Ja, Als macht Sinn, Übernachtung? glaube ich. Ich habe schon Fackeln dabei. Schauen hier. Ja, du kannst, genau, perfekt. Ich stelle mal den Prozessor hier rein, dann können wir gleich Sachen hinbauen, abbauen, wie auch immer. Mache hier mal wieder den Deckel drauf. Gute Idee, ja. So, ein bisschen Licht hier. Die Anfangsfackeln bringen jetzt ungefähr gar nichts. So eineinhalb Blöcke Radius oder so, was die da erleuchten. Naja, besser wie nichts. Wir bauen uns einfach mal schnell in die Höhle rein. Genau, ja. Ich überlege gerade, wir könnten auch ein bisschen nach unten bauen oder so. Vielleicht kommt da irgendwas, aber. Ja, können wir gerne machen. Wie gesagt, wir müssen erstmal die Nacht hier überleben. Deswegen erstmal in die Höhle rein und Rohstoffe sammeln. Genau. Finde ich jetzt so. Ich meine, es schadet ja nicht. Ja, Oh, weil. hier ist Fettrock. Ich muss sagen, war genau im gleichen Punkt. Beziehungsweise, nee, was ist da unten? Irgendein anderes Zeug. Ja, genau, Bedrock kann ich nicht abbauen. Mist. Ich schmeiß mal in den Prozessor die ganzen. Oh, ich habe Obsidian gefunden. Nice.
Hast du gefunden? Obsidian. Ach so, ja. Damit können wir zumindest mal uns die anderen Mining Cells bauen. Ach, was mache ich denn? Ich bin blöd. Fail. Aber konnte man Obsidian nicht mit den Extraktoren abbauen? Kommt man ja. Ja, ne? Ja. Ja, ich kann ja schon welche bauen. Craft. Habe ich das gerade nicht Deswegen habe ich auch die gecraft? Kohle da abgebaut mit den Extraktoren. Okay, ich war gerade echt davon überzeugt, ich hätte was gecraftet, aber irgendwie habe ich es scheinbar nicht Ja, gemacht. du musstest erst anlocken und dann kannst du es erst craften. Genau, ja. Ach so. Ich war am Anfang auch ein bisschen verwirrt, weil ich auch drauf gedrückt habe und es gesucht habe im Inventar. Aber du musst es tatsächlich erst freischalten und Okay, dann macht kannst du Sinn. es anlocken. Also hier craften. Okay. Das ergibt Sinn, ja. Brauchst du nicht Pelz oder so? Was? Pelze zum Essen? Ne, alles gut gerade. Ich habe noch Okay. 6 Stück. Ich hätte ein Holz farmen sollen. So, es ist gerade natürlich ein bisschen dunkel hier bei mir. Das kannst du Aber gerne noch keinen schlecht Bock hier. gehabt, Fackeln zu machen, So, weil warte mal, ich ich komme Kohle schnell. zu schade finde. Ist schon cool mit einem Licht. Ja, das ist praktisch irgendwie. Ich weiß nicht, woher Ja. das schon bekommt, aber vermutlich irgendwie hier so. Wird Ja. schon wieder hell, Kann man oder? eigentlich. Nee, ich wollte nur schon ein bisschen Holz farmen. Ich schau gerade mal, ob es im Store das irgendwie gibt zum Kaufen oder Verschenken oder so, aber. Im Store gibt es irgendwie so ziemlich gar nichts, habe ich das Gefühl. Doch, eigentlich schon. Im Store kannst du neue Blöcke nehmen und auch neue Bausachen eigentlich. Ja, wirklich viel gibt es das nicht. Ich dachte, man gäbe es vielleicht diese Flügel und so oder diese Flashlight. Aber sieht nicht so aus. Komisch. So, machen wir vielleicht schnell zu da. Okay. Was mich auch mal interessieren würde, mich würde mal interessieren hier bei diesen Blueprints, die musst du ja leider freischalten, aber solche hätte ich mal Bock zu bauen. Ja, ich glaube, ich habe irgendwo Blueprints rumliegen. Sind mit dir auf den Blueprints irgendwelche Sachen drin? Mining Cell brauche ich, da brauche ich Wurzel und Flowers. Ah, verdammt. Wir brauchen dann wieder Flowers ohne Ende. Flowers, okay. Ja, leider. Ich schaue, ob ich hier in der tiefen Nacht irgendwo was finde oder so. Ah, da oben ist eine Flower, genau. Die wachsen ja auf den Bäumen. Warum auch nicht? Genau. Und am Boden, es gibt auch solche Red Flowers, die sind richtig geil. Die kannst du so gut wie überall hinmachen. Okay, das ist cool. Und ich sehe gerade, ich glaube, wir müssen auch schon mal langsam zum Ende kommen mit der ersten Folge. Ging irgendwie echt Schon schnell. vorbei? Ja, wir sind schon bei 18,5 Minuten. Naja, also 20 können wir ja machen, oder? Oder machst du 20? Okay, können wir machen, ja klar. Also, ich nehme es mir vor. Es klappt zwar nie, aber ich nehme mir 20 vor. Tatsächlich, ja. Okay. Ich muss sagen, eigentlich, ich habe das immer noch so von früher drin, irgendwie dieses Standard-Ding, dieses 15-Minuten-Ding und so, was einfach dann früher jeder gemacht hat und irgendwie eigentlich dumm, aber ich habe es irgendwie noch so voll drin. Obwohl es eigentlich ziemlich blöd ist, ja. Na, ich finde eben. Na gut, ich find mehr besser. Ich habe hier auch Obsidian gefunden. Okay. Ja, ich suche gerade ein bisschen Holz zusammen für die Dinger, für die Extractor Ja. und noch ein bisschen anderes Zeug mit wie Bienenwachs und Blumen und so weiter. Aber ich habe gerade 6 Extraktoren. Oh, okay. Dann Okay. gut. Dann baue ich halt eben draußen Baumhaus. Ja, aber wir können nie genug Holz haben. Ja, ne, auch. Wir fahren eh Also schon wieder hell eigentlich. vier Extraktoren sind gerade schon bei mir draufgegangen. Okay. Ich habe hier 4 Obsidian-Blöcke gefunden. Das greift mich an. Ich Ah, freue mich. ein Oh nein. Schweinebaum. Minischwein, alles klar. An
Nighthawk-Glitt hast zwischen. Ja, mein Gott. Jetzt müssen die Viecher mal eine kleine HP-Anzeige. Früher, da war ja keine HP-Anzeige drin und so, man wusste nie, wie lange haben wir noch drauf auf das Ding oder je nachdem. Ich dachte, es gab schon welche bei mir. Mittlerweile schon, ja, aber früher war das. Das gibt es noch nicht sehr lang, glaube ich. Also, zumindest ich sehe es heute zu. Oh, da ist ein. Ich muss ehrlich sagen, ich hab's mir nicht gekauft, ich hab's eben gespielt, wo es Free-to-Play war. Free-to-Play war. Mhm. Ja, das eigentlich war eigentlich super. Und ich habe gerade so ein Ding gefunden, so ein. Oh, wie heißen die Dinger? Ich warte gleich, diese. Ich hab den Namen hier. Hast du zufällig zwei Flower schon? Ja, ne? Ja. Ach, es ist ja wieder hell draußen. Hier, genau, diese Arkstone, genau, die droppen die. Ja, die blauen, ne? Mhm, genau. Ja, die sind verdammt wichtig. Und wir sollten unseren Teleporter drin setzen, fällt mir gerade so auf. Ansonsten wird's eine lustige Sucherei. Muss ehrlich sagen, ich hab mal noch nicht mal gesetzt. Ich find man nicht gerade nicht mehr. Meine ist irgendwie weg. Du kannst ihn einfach. Kannst du den Tier einfach neu platzieren? Ja, aber ich habe ihn gerade nicht mehr im Inventar drin oder so. Ich habe ihn gerade nicht mehr da. Auf 1 Leiste? Nee, das ist gerade nicht mehr. Der ist weg. Okay. Teleportiert ist zu mit deinem Teleporter mit T. ach stimmt, man kann den da abbauen. Ja. So. Noch 2,5 Minuten für das Obsidian. Weil hier unten steht Reclaim. Okay, gut. Ja, okay. Juhu, ich freue mich. So, warte mal, jetzt muss ich mal hier Bedrock abbauen. Perfekt. So, ich bin auch so intelligent. Ich dachte mir gerade, jetzt gehe ich mal schnell Holz farmen, weil es glaube ich 5 Minuten draußen. Und komme jetzt mit Wachs zurück, Blumen, einem Arkstone, Leder, ich habe alles dabei, aber kein Holz. Wow. Ich glaube, du wolltest eh noch Blumen haben, oder? Ja. Habe ich gerade tatsächlich. Oh, okay. Ich habe gerade 2 vom Baum geangelt. Dafür habe ich jetzt. Ich habe jetzt einen Ofen. Nice. Die Dinger hier, das wachsen so immer auch wahrscheinlich wieder massig brauchen. Vermute ich mal zumindest. Ja. Was haut man nochmal? Ach genau, Kohle, oder? Nee, Quatsch. Was haut man nochmal ins Forge rein? Ich glaube, irgendwas aus Brand, oder? Ja, das ist schon klar, aber man muss doch irgendwas. Ach, ich glaube, Bienen. Sand oder Glas? Bienenwachs, sowas braucht man. Okay, Wachs hätte ich dabei. Bienenwachs. Nee, passt schon, ich meine. Nehmen wir sofort. Ist ja schon mal gut. Mhm. Wir müssen Folgenpause machen, oder? Das trifft, ja. Ich jag gerade einen komischen Feeder hinterher und so, aber das glaube ich kann noch dauern. Ja. Genau, würde ich sagen. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Creative Episode. Genau, also bis zum nächsten Mal und ciao!